Ich habe heute den halben Tag damit verbracht, zu überlegen, was ich heute für ein Video aufnehmen kann. Ich habe dann am Ende entschieden, weil ich wirklich keine Idee hatte heute, was ich ohne viel Aufwand, weil ich nicht viel Zeit hatte, trotzdem aufnehmen kann, dass ich entschieden habe, dass es heute nochmal Pickups gibt. Ist das nicht schön? Game Pickups in Finchys Welt. Jede Menge Kram nach dem Intro. Ja, jede Menge ist jetzt ein bisschen übertrieben. Es sind aber doch heute an der Zahl, wie viele Spiele habe ich denn hier liegen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Spiele sind es tatsächlich geworden. 9, wenn ich einen Download-Titel oder zwei Download-Titel mit dazu zähle, aber das ist ja, ne, Download, wisst ihr ja, zähle ich nicht wirklich zu meiner Sammlung. Da habe ich halt auch einige, aber das ist nicht wichtig für mich. Wichtig ist, was hier auf dem Tisch liegt, und das ist heute tatsächlich einiges für die Nintendo Switch wieder mal. 5 Spiele für die Switch, 2 für die PlayStation 4, eins für die Xbox One tatsächlich nochmal. Und da habe ich sogar mir zwei Spiele aus meiner Kindheit besorgt. Und das eine ist in der Tat ein Spiel, wo ich schon sehr lange auf der Suche war und habe immer wieder es nicht gekauft und habe jetzt doch das Ganze mit ein bisschen Glück für einen relativ guten Preis meiner Meinung nach bekommen. Und aber da kommen wir dann gleich drauf. Ja, wir fangen einfach mal an. Zuerst die PlayStation 4. PlayStation 4 sind, wie ich eben gesagt habe, zwei Titel. Das eine ist ein Limited Run Game und das andere habe ich dank dem Marcel vom NES-Kommando gefunden, beziehungsweise ich wusste, dass es das Spiel gibt, aber habe das halt nie für einen guten Kurs gesehen, beziehungsweise habe doch nie groß Ausschau nachgehalten. Er hat das vorgestellt in einem Pickup-Video, was sehr aktuell war. Er hat gesagt, das gab es heute für 13 Euro, und da habe ich gedacht, komm, okay, dafür guckst du es dir auf jeden Fall mal an. Und zwar Teenage Mutant Ninja Turtles Mutanten in Manhattan. Der neue Turtles-Ableger. Ich bin ja schon, jetzt habt ihr hier wahrscheinlich schon meine nächsten Pickups gesehen. Ich bin ja eigentlich schon ein Turtles-Fan. Ich bin jetzt nicht der Über-Turtles-Fan, so wie zum Beispiel der Bernie oder so, oder auch der Ree. Das sind ja wirklich Turtles-Fans, wie sie im Buche stehen. Ich mag die Turtles, aber das ist mehr so ein Kindheitsding, ne? Trotzdem habe ich mir gedacht, komm, für 13 Euro nimmst du dir dieses Ding mal mit. Das ist ja irgendwie eine Art Brawler, halt auch so ein, ja, halt ein Fighting-Game für 13 Euro. Kann man halt nichts falsch machen. Es war neu, ich habe es mal ausgepackt, habe mal reingerochen, ne, habe ein paar Chemikalien in mich aufgenommen und boah. Bin ich sehr gespannt drauf, werde ich irgendwann demnächst mal anspielen, aber für 13 Euro wandert es halt erstmal in die Sammlung. Das zweite PS4-Spiel ist dann schon etwas besonderer als das erste, weil es ein Limited Run Game ist und dann sogar mit einem VR-Modus. Und das ist ja relativ selten, ne? Limited Run Games, die dann auch noch VR besitzen und so, ist ja immer so ein bisschen so eine Rarität. Habe ich aber gar nicht gewusst, dass es einen VR-Modus hatte. Habe ich erst später festgestellt. Habe ich mir gekauft, weil der Florian von den Zockamigos das empfohlen hat. Er meinte, das ist so sein Ding, was er immer wieder spielen kann. Das ist so ein süchtig machendes Spiel. Wenn er das reinlegt, dann ist er wieder stundenlang nur vor der Konsole, obwohl es eigentlich immer dasselbe ist. Die Rede ist hier von Raise the Sun. You are a solar-powered craft. The sun is your death timer. Ja, ich habe es angespielt letztens, weil ich da gedacht habe, komm, guck mal rein. Das ist ja so ein Ding, was mal ganz schnell geht. Ohne VR erstmal. Ich habe mal hier unten einfach so reingeguckt. Es ist halt so ein Ding, wo man einfach geradeaus, also man fliegt. Man hat so einen komischen Vogel oder sowas, was das heißt. Jetzt ist ja auch vorne drauf. Das ist irgendwie so ein Ding. Damit fliegt man halt geradeaus. Und da kommen Hindernisse auf einen zu. Man muss Sachen einsammeln. Und man bewegt sich quasi einfach nur von links nach rechts. Mehr kann man nicht machen. Man kann zwischendurch so einen kleinen Boost machen, dass man halt so ein bisschen springt und sowas alles. War schon okay. War halt nichts Weltbewegendes. Ich habe das dann gespielt und habe mich im ersten Moment gefragt, warum zum Teufel findet dieser Typ das so geil und so süchtig machend? Das Problem bei dem Spiel ist, was heißt das Problem? Man fliegt halt immer geradeaus, es kommen Hindernisse, man weicht ihnen aus und das ganze Ding wird immer schwerer, wie das halt so ist. Und irgendwann rauscht man einfach in Hindernis rein, ne? Und man fängt dann wieder ganz von vorne an. Das ist quasi was wie ein, ja, Roguelike, kann man das so nennen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall fängt man immer wieder bei Null an, ganz von vorne. Und die Level sind aber eigentlich immer gleich. Das heißt, man kann sich so ein bisschen darauf einstellen, was da auf einen zukommt, und man kann das ein bisschen auswendig lernen. Habe ich nicht auf die Kette bekommen, es in so kurzer Zeit auswendig zu lernen, aber ich habe es immer wieder versucht, immer wieder versucht. Und irgendwann habe ich aber dann gemerkt, okay, selbst wenn du jetzt nicht weiterkommst, trotzdem steigst du im Level, weil du halt Punkte sammelst, du kannst Aufgaben erledigen, sammel zum Beispiel in einem Run so und so viele von diesen Dingern ein.
zünde so und so oft den Boost in einem Run, mach dies, mach das in einem Run oder mach, sammelt über bestimmte Zeit so viele Punkte und sowas alles. Und wenn man das halt macht, dann steigt man im Level und schaltet dementsprechend neue Gebiete frei, neue Sachen frei. Und das ist dann eigentlich doch wieder ganz cool gewesen. Habe ich, wie gesagt, einen Abend gespielt, als hier ein Video nebenbei gerendert hat, so, da habe ich das mir mal reingezogen. Ja, ist okay. Ich bin froh, dass ich es in der Sammlung habe, weil es irgendwie schon was Cooles ist, vor allem mit dem VR-Modus, den ich übrigens noch austesten werde. Aber es ist jetzt kein Überknaller für mich. Aber trotzdem halt cooles Teil für die Sammlung, das auf jeden Fall. Und was halt immer sehr cool ist, ne, ich habe das immer hier vorne drin, diese Karte, die man dazu bekommt, und die haben immer so ein kleines Heftchen mit dabei. Das mag ich bei Limited Run Spielen immer sehr gerne. Das nächste Spiel ist dann das Xbox One Spiel und das ist sogar noch eingeschweißt. Liegt einfach daran, dass ich das in einer 3 für 2 Aktion gekauft habe, vor kurzem bei Saturn war es, glaube ich. Da waren tatsächlich 2 Switch-Titel drin, die auch gleich noch kommen werden. Und dann war da dieses Spiel hier, nämlich Halo in der Master Chief Collection. Ich habe es ja oft genug betont, ich bin halt kein sehr großer Shooter-Fan, Science-Fiction schon mal dann gar nicht irgendwie, aber trotzdem, immer wieder gibt es mal so Spiele, die mich halt doch irgendwie reizen oder die mich ein bisschen interessieren. Und da ich für die Xbox One halt noch nicht so viele Spiele habe und ich für die Xbox One ja auch tatsächlich nur Exklusivspiele kaufen möchte, ja, da ist das Ding halt einfach Pflicht, sage ich mal, ne? Und vielleicht werde ich mir auch irgendwann noch ein Gears of War zulegen für die Xbox One, einfach damit ich es halt habe und mal spielen kann, wenn ich da Bock drauf habe. Aber Halo in The Master Chief Collection, ja, sollte halt dabei sein irgendwie, ne? Weiß ich noch nicht, wann ich mal reingucken werde. War eigentlich mehr so als Lückenfüller gedacht, weil ich halt 2 Switch-Spiele gefunden habe, wie ich eben schon sagte, in diesem Angebot. Und das dritte, da die meisten Sachen hatte ich schon oder haben, die haben mich halt so gar nicht interessiert. Und deswegen habe ich mir dann das hier mitbestellt. Passte dann ja ganz gut, wandert aber erstmal in meine Xbox One-Sammlung, die mittlerweile, glaube ich, 6 Spiele umfasst. Ja. Da wird aber wahrscheinlich nicht viel mehr dazukommen. Dann habe ich jetzt 5 Spiele für die Nintendo Switch. Und da sind einige auch noch eingeschweißt, weil die ganzen Sachen sind halt jetzt in den letzten Tagen auch irgendwie erst angekommen. Das heißt, ich hatte gar nicht so groß die Möglichkeit, das überhaupt irgendwie anzuspielen. Trotzdem kann ich da aber zu einigen Titeln etwas sagen. Und das erste, was ich hier habe, ist Victor Vran in der Overkill Edition. Das Ding habe ich schon länger auf Beobachtung gehabt, mehr oder weniger bei Amazon, und das wollte ich mir immer irgendwie mal zulegen, wenn es mal irgendwie günstig wirkt oder ich einen Gutschein habe oder was weiß ich was. Und letztens habe ich irgendwie Bock gehabt, mir irgendwas zu kaufen. Da habe ich so meine Wunschliste durchstöbert und da war viel Kram drin, da sind immer noch einige Sachen bei meiner Amazon-Wunschliste, aber das hier war halt dann so preislich das Beste irgendwie. Für 29 Euro war es, glaube ich, habe ich mir dann Victor Vran in der Overkill Edition gekauft. Victor Vran ist mehr oder weniger, ich würde es mal so beschreiben, wie ein Diablo oder wie ein Baldur's Gate damals, aber mit einem relativ coolen Setting. Man spielt halt Victor Vran, einen Dämonenjäger. Und was mich direkt noch mehr verleitet hatte, dieses Spiel zu kaufen, ist, da steht oben drauf, enthält die Motorhead Through the Ages. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Es steht hier auch nicht drauf hinten. Man sieht aber auf jeden Fall hinten auf dem Cover, auf dem Backcover, sieht man quasi Lemmy. Voll cool. Ich weiß nicht, was es soll, ob es den Soundtrack dazu irgendwie gibt, ob es irgendwie so eine Art Add-on ist oder sowas. Da habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf, das anzuzocken, mir mal anzugucken. Werde ich vielleicht die Tage auch mal machen. Problem ist nur, dass ich momentan sehr viel Diablo gespielt habe und ein bisschen übersättigt bin, was solche Spiele angeht. Aber ne, auf jeden Fall ein Ding, was schon lange auf meiner Liste stand. Victor Vran. Das nächste halte ich euch einfach mal so in die Kamera, dann könnt ihr mal selber überlegen, was das sein könnte. Denn wenn man sich das so anguckt, die Kenner werden es wissen wahrscheinlich, die es noch von damals kennen, aber ansonsten ist das natürlich schwierig so. Ne? Wenn ich euch jetzt Rückseiten-Dingsbums zeige, dann ist es vielleicht schon eher erkennbar, was es ist. Und zwar ist das die Switch-Version von Onimusha. Onimusha Warlords. Das ist auch noch eingeschweißt. Das werde ich auch wahrscheinlich eingeschweißt lassen. Das Ding habe ich mir von PlayAsia importieren lassen. Das ist die japanische Version, die man aber auch komplett auf Deutsch spielen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder halt auf Englisch. Ich meine sogar auf Deutsch. Das werde ich aber eingeschweißt lassen, denn das Ding ist wirklich für mich ein Sammlerstück. Ich habe Onimusha damals auf der PlayStation 2 durchgespielt. Deswegen, das reicht mir irgendwie. Das ist halt ein, ne, so ein Samurai-Ding im feudalen Japan mit Geheimnissen, mysteriösen Sachen und sowas. Man muss halt viele Rätsel lösen. Klar gibt's auch viele Kämpfe und sowas, aber man muss halt viele Rätsel lösen. Und im Moment habe ich da gar keinen Bock drauf, so auf Rätsel.
ist ein bisschen verrückt, dass ich mir das vielleicht gekauft habe, ne? Aber es ist, wie gesagt, so ein Jugendding von mir gewesen. Das fand ich damals unfassbar cool, Onimusha. Ich habe Teil 2 und 3 leider nie gespielt. Die kamen irgendwie zu so einer Phase raus, wo ich dann nicht mehr mit der PS2 so verbunden war und habe dann da, glaube ich, Gamecube gespielt oder irgendwas anderes. Aber Teil 1 hat mich damals unfassbar begeistert, habe ich also mindestens einmal durchgespielt. Und ja, deswegen musste das Ding einfach her. Und wie gesagt, es bleibt erstmal eingeschweißt, weil es für mich einfach ein cooles Sammlerstück ist und so ein bisschen, ja, die Sammlung aufwertet. Finde ich auch sehr witzig, dass man hier auch hinten auf dem Rücken quasi nur so japanische Schriftzeichen hat. Ja, habt ihr auch schon vielleicht gesehen, wenn ihr die letzten Videos geguckt habt, das stand immer oben da, wo es jetzt nicht mehr steht. Verdammt, ich habe vergessen, alles reinzustellen. Wie sieht denn das jetzt aus? Ach, verdammt, das muss ich ändern. Oh Gott. Naja, ihr habt's ja, ne? Ihr seht's ja hier. Ich stell's wieder zurück. Oh Gott. Dann kommen wir nun zu zwei Spielen, zu denen ich euch nicht sonderlich viel sagen kann. Und das sind nämlich die beiden anderen Titel, die ich mir in dieser 3-für-49 Aktion da gekauft habe. Und zwar zum einen The Blob 2 und Flipping Death. The Blob 2 weiß ich überhaupt gar nicht, was ist. Da kann ich wirklich nichts zu sagen. The Blob 2, was steht drauf? Die Revolution wird bunt. Nur der farbenfrohe Blob kann den Plan von Genosse Schwarz vereiteln. Aha, aha, aha. Ist auf jeden Fall auch zu zweit spielbar. I don't know. Ich weiß es wirklich nicht, ey. Deswegen, was soll ich jetzt da groß hier rumstammeln? So, ich kann es euch nicht sagen. So, ich habe es halt gekauft, weil es mich schon länger mal interessiert hat tatsächlich, was es ist. Aber da ich es halt noch nicht gespielt habe, weil es halt wirklich erst, ich glaube, letzte Woche oder wann angekommen ist, kann ich euch da nichts zu sagen. D-Blob 2 wandert also auch erstmal in die Sammlung. Flipping Death ist ein kleiner Plattformer, in dem man einen Geist spielt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich habe mir da ein paar Videos zu angeguckt. Der Consolero hat es auch, glaube ich, angespielt, aber da konnte ich leider nicht reingucken, sonst hätte ich vielleicht ein bisschen mehr sagen können. Ist auf jeden Fall von Rising Star Games, ist also auch nichts Schlechtes, ne? Ist eigentlich eine gute Dings. Ihr wisst schon, ich komme nicht drauf. Oh Gott, ey. Der Tod macht gerade Urlaub. Helfe den Geistern bei ihren wunderlichen Problemen und lüfte das Geheimnis deines Ablebens in diesem mysteriösen Abenteuer. Ja, wie gesagt, Flipping Death, das waren so zwei Titel, D-Blob 2 und Flipping Death, die ich halt mir schon länger mal angucken wollte. Flipping Death soll ja auch relativ gut sein, ne? Deswegen, das habe ich halt nirgends gefunden und jetzt war es in dieser 3-für-49 Aktion mit dabei. Das sind diese drei Spiele. Im Grunde hätte ich es mir sparen können, also Halo und die beiden Titel hier, ne? Aber, ja Mann, solche Angebote sind halt immer mega verlockend, auch wenn das manchmal nach hinten losgeht, wenn sie die Preise vielleicht vorher hochsetzen oder da trägt jemand ein Bier auf seinen Kopf. Wie cool ist der denn? Verrückt. Okay, man sollte nicht nebenbei Fernsehen gucken, wenn man ein Video aufnimmt. Dann kommen wir mal zum letzten Spiel. Da kann ich nämlich ein bisschen mehr zu sagen, zumindest zu einem von den beiden. Das andere habe ich mir noch nicht angeguckt, werde ich aber auch die Tage mal machen. Das steht also auf meinem Plan so. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Dann zwar Child of Light und Valiant Hearts im Double Feature. Oder in der, ja, genau, im Double Feature quasi. Das ist eine Cartridge drin. Es war eine Cartridge drin, die ist jetzt aktuell in meiner Tasche, in meiner Konsole, damit ich das halt mal spielen kann. Child of Light ist ein unfassbar cooles Rollenspiel. Sehr geiler Zeichen-Grafikstil. Es ist ein 2D-Rollenspiel, man hat nur so eine 2D-Welt, man kann nicht komplett 3D sich bewegen, man von links nach rechts halt quasi. Wir spielen in diesem Spiel Aurora, eine kleine Prinzessin, die mehr oder weniger ihr Königreich und ihren, ja, ist er jetzt eigentlich verstorben oder ist er noch dabei zu versterben? Siecht er gerade so irgendwie dahin? Ich weiß es gar nicht mehr genau, ist schon zu lange her. Auf jeden Fall spielen wir Aurora und wir versuchen halt unser Königreich zu retten, unseren Vater zu retten. Und das ist dieser Grafikstil, die Musik, das ist unfassbar cool. Und was auch noch ein Clou ist bei diesem Spiel, ist, das ganze Spiel ist in Reimen geschrieben. Das heißt, alle Dialoge reimen sich. Die Charaktere reimen. Ich dachte am Anfang, okay, das könnte vielleicht so ein bisschen nervig werden auf Dauer, dass das ein bisschen einen auf den Sack geht irgendwann. Aber tut's tatsächlich nicht. Es ist wirklich von vorne bis hinten ein schönes Spiel. Habe ich damals für die PS Vita gekauft, weil es dort eine Retail-Fassung gab. Damals deswegen musste ich das haben. Und auch für die Switch halt einfach optimal, dieses Spiel. Aber dieses Bundle habe ich mir eigentlich nur gekauft wegen Valiant Hearts. Weil da möchte ich unbedingt gerne mal reingucken. Valiant Hearts The Great War. Begib dich in die Action und hilf deinen Helden, die Schrecken des Ersten Weltkrieges zu überleben. Erster Weltkrieg ist sowieso ein Setting, was noch relativ unverbraucht ist. Klar, Battlefield 1 hat es gehabt, aber ansonsten kenne ich nicht wirklich viele Spiele, die den Ersten Weltkrieg thematisieren. Und Valiant Hearts als storybasiertes Spiel über den Ersten Weltkrieg, muss ich mal angucken, soll ja auch wirklich, wirklich gut sein. Beides natürlich von Ubisoft. Ubisoft und Nintendo funktioniert sowieso immer, von daher. Zwei wirklich geile Spiele, zumindest sofern ich das bei Valiant Hearts jetzt schon einschätzen kann. Und nun kommen wir mal mehr oder weniger zu den Highlights dieser Pick-Up-Folge.
Ich habe mir nämlich einen kleinen Kindheitstraum erfüllt, beziehungsweise habe ihn mir wiedergeholt. Ich habe mir nämlich zwei Super Nintendo Spiele gekauft. Das eine ist ein sehr solides Spiel, ist jetzt aber kein Überknaller oder so. Aber das andere ist für mich tatsächlich schon so, ja, es ist tatsächlich jetzt ein Highlight meiner Sammlung, für mich persönlich. Und für viele von euch könnte es das wahrscheinlich auch sein. Wir fangen aber einfach mal an mit dem allerersten Spiel. Das habe ich, da habe ich wirklich Glück gehabt, nämlich The Magical Quest starring Mickey Mouse ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele meiner Kindheit. Mickey Mouse Jump'n'Run mit coolen verschiedenen Settings, coole Musik. Ich höre die Musik davon heute noch gerne und ja, habe ich auch schon länger mal auf dem Schirm gehabt. Ich hatte es ja vor kurzem in meinem Gameboy-Video erzählt, dass ich, wenn ich mir noch Retro-Spiele kaufe, es nur für Super Nintendo ist. Und da bin ich halt aktuell so ein bisschen hinterher, wieder mal bei eBay rumzustöbern oder bei Kleinanzeigen oder was weiß ich, ob ich da das ein oder andere Spiel ganz günstig abgreifen kann. Und The Magical Quest war tatsächlich zum Sofortkauf da drin. Ich habe da einfach mal stumpf zugeschlagen, weil der Preis war für mich in Ordnung und der Zustand ist wirklich toll. Also das ist für mich vollkommen ausreichend. Der ist halt mit Schutzhülle drum, ist das Ding angekommen. Es kommt anscheinend wirklich von einem Sammler und der ganze Karton ist schön erhalten. Das ist noch die alte Variante von den Capcom-Spielen. Der Florian von den Zockamigos-Liga hat mich da aufgeklärt. Und zwar gibt es bei den Capcom-Spielen eine alte Version und eine Neuauflage meistens. Und diese alte Version hat hier einfach jetzt, ne, The Magical Quest steht in dieser weißen Schrift, mit diesem Block hier, und daneben ein kleines Bildchen. Und die neueren Versionen haben das nicht mehr. Die haben dann nämlich das Logo hier richtig mit dieser Schriftart, haben sie dann da drin. Ja, das, ich finde es aber ganz cool, dass ich diese Version habe hier, weil es einfach noch mal älter ist. Ne? Ja, The Magical Quest starring Mickey Mouse. Auf jeden Fall ein Spiel meiner Kindheit und freut mich sehr, dass ich das wieder habe. Was ich dafür bezahlt habe, sage und schreibe 40 Euro. Ich weiß nicht, ob man das kriegt, man mit Sicherheit auch günstiger. Gar keine Frage. Ich bin auch niemand, der die ganzen Preise der Spiele so auswendig kennt oder ständig verfolgt. Aber ich habe schon ein bisschen rumgesucht und gestöbert und so und die meisten waren so bis 50, 60 Euro sogar, was ich gesehen habe in diesem Zustand. Und dann habe ich mir, da habe ich hier einfach mal zugeschlagen. Für 40 Euro, denke ich mal, ist das in Ordnung. Für mich war es zumindest okay, für mich geht das klar, deswegen braucht man gar nicht diskutieren. So, und nun kommen wir zum absoluten Highlight. Der, ich weiß nicht, ob es nicht sogar ein Highlight meiner kompletten Pick-up-Folgen ist. Für mich persönlich schon. Und zwar habe ich mir ein Spiel gekauft, was zu meinen absoluten Lieblingsspielen überhaupt zählt. Nämlich The Legend of Zelda A Link to the Past. Ich hatte das Spiel schon hier gehabt, das Modul. Ich hatte aber wirklich nur noch das Modul. Ich hatte keine Hülle mehr, keine Anleitung mehr, kein gar nichts mehr. Und dieses Ding, das war eine Auktion bei eBay. Und es ist tatsächlich fast vollständig. Es ist, die Hülle ist gut erhalten. Klar hat man hier so ein paar kleine Abgribbeldinger, wo man halt das Spiel immer aufgemacht hat oder so. Das passiert halt einfach. Wenn man das alles nicht haben möchte, sondern möchte eine perfekte Hülle haben, die fast mint ist, dann ist das Ding wahrscheinlich 80, 90 oder 100 Euro wert. Keine Ahnung. Aber das reicht mir so, der Zustand. Ne? Wenn man sich die Hülle mal anguckt, das sieht auch toll aus. Und weil da ist nichts, was komplett im Eimer ist. Irgendwie, wenn man das hier aufmacht, die ganzen Klappen sind noch in Ordnung. Da ist nichts komplett zerrissen oder so. Damit bin ich voll und ganz zufrieden. Innen drin gibt's tatsächlich fast alles. Es ist die Anleitung vorhanden, es ist das Spiel natürlich vorhanden, das Spiel ist sogar noch in einer Plastiktüte drin, dieses Inlay ist vorhanden und was sehr, sehr cool ist, dieses Heftchen streng geheim ist noch vorhanden. Die Anleitung und dieses Heftchen streng geheim, wo so ein paar kleine Tipps immer drin waren, das ist ultra selten, das ist auch vor allen Dingen schwierig zu bekommen. Das ist aber leider im relativ abgerockten Zustand, aber finde ich jetzt nicht so mega dramatisch, ist mir auch nicht so unfassbar wichtig. Also mir ist es wichtig, dass ich OVP habe und dieses Inlay und eine Anleitung. Alles, was es sonst immer so gibt oder gab, das, ja, das ist immer schön, wenn es dabei ist, aber das muss ich nicht zwingend haben. Aber da dieses streng Geheimding jetzt schon dabei ist, überlege ich natürlich auch mal Ausschau zu halten nach dieser Landkarte, die ja diese auseinanderfaltbare Papierlandkarte, die halt dabei war. Wenn die einer von euch hat und möchte sie gerne loswerden, dann meldet euch mal bei mir, ne? Kriegen wir bestimmt irgendwas hin. Was soll ich zu diesem Spiel, brauche ich gar nichts zu sagen. Es ist halt einfach ein Stück meiner Kindheit, ein sehr großes Stück. Das ist, dieses Spiel hat mich quasi Richtung Rollenspielen getrieben, hat mich die Zelda-Reihe lieben gelernt. Ich habe nicht umsonst das Triforce auf dem Arm tätowiert, ne? Und ja, ist einfach geil. Ja, was habe ich dafür bezahlt für dieses Spiel? Bevor wir uns darum kümmern, werde ich jetzt mal feierlich, weil das Ding, habt ihr gesehen, es hat noch keine Schutzhülle. Und deswegen werde ich jetzt feierlich einen anderen Klassiker aus meiner
Sammlung, was mittlerweile ein kleiner Running Gag hier auf meinem Kanal wird, den werde ich jetzt aus seiner Schutzhülle befreien und diese Schutzhülle für dieses Spiel benutzen. Du blödes Kackspiel. Ja. Nämlich Rise of the Robots. Die Story, warum ich Rise of the Robots in OVP hier habe, habe ich dir überhaupt schon mal erzählt? Ich glaube schon, ist aber schon ein bisschen her. Werde ich das aber nicht tun. Wenn ihr die Story nochmal hören wollt, dann lasst es mich wissen und ich werde das irgendwann nochmal erzählen oder so. So, und jetzt... Boah, super. Ich liebe diese Schutzhüllen für das Super Nintendo. Da machen diese Schutzhüllen auf jeden Fall auch Sinn. Guckt mal, wie schön das jetzt aussieht. Ich liebe es einfach. Es ist... Ah, muah, wunderbar. Sehr, sehr schön. Trotzdem werde ich mir auch für dieses Spiel eine neue Schutzhülle bestellen, aber das ist erstmal nicht so mega wichtig. Geiler Scheiß. Ich, wie gesagt, ich bin aktuell so ein bisschen dabei, meine Super Nintendo-Sammlung aufzustocken, aber ich hätte halt wirklich da auch die Sachen gerne mit OVP. Falls ihr da draußen jetzt irgendwelche Sachen habt, die ihr loswerden möchtet, dann, und die sind in einem annehmbaren Zustand, ihr wisst ja jetzt ungefähr, wie für mich der Zustand von diesen Spielen sein muss, dann dürft ihr mich gerne mal anschreiben über meine Facebook-Seite oder über Twitter oder so, oder schreibt es einfach in die Kommentare, dann werden wir schon irgendwie sehen, wie wir das dann machen. Da bin ich auf jeden Fall sehr interessiert aktuell an Super Nintendo-Spielen. Natürlich kaufe ich nicht alles, weil ich kaufe nur die Sachen, die mich in meiner Kindheit geprägt haben, die ich als Kind gespielt habe, oder halt einfach irgendwelche Klassiker. Ne? Da bin ich aktuell ein bisschen dabei, das alles zu sammeln und zusammenzusuchen. Bevor ihr jetzt denkt, so, ich hätte es vergessen, nein, habe ich nicht. Natürlich den Preis noch für dieses Spiel. Was habe ich bezahlt dafür? Wie gesagt, es ist alles drin, außer die Karte, und es ist in einem relativ guten Zustand. Wie gesagt, innen drin, die Sachen sind ein bisschen abgerockt, aber die Hülle ist in Ordnung, das Spiel sieht top aus, alles gut. Und ich habe tatsächlich bezahlt dafür 51 Euro. Ich hatte eingegeben, Maximalgebot 65 Euro, und ja, da kann man nichts zu sagen. Ne? 50 Euro, finde ich, ist vollkommen in Ordnung für dieses schön erhaltene A Link to the Past. Gut, so, und jetzt würde ich sagen, haben wir lang genug hier rumgeschwafelt. Ich entlasse euch aus dieser Pickup-Folge. Schreibt mir was Schönes in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.